500 Euro mehr im Monat für alle Beschäftigten im Krankenhaus und in der Pflege. Gesundheitswesen in öffentlicher Hand, Finanzierung, bedarfsgerecht, nicht mit Freipauschalen. Schutzausrüstung für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen, und zwar sofort. Mehr Tests und mehr Schutzausrüstung für alle im Krankenhaus Angestellten. 500 Euro mehr für alle Beschäftigten im Krankenhaus und in der Pflege und im Gesundheitswesen. Schutzausrüstung sofort bei allem Gesundheitswesen, 500 Euro mehr im Monat und auch Gesundheitswesen in öffentlicher Hand. Wir sind von der Sozialistischen Alternative und stehen hier vor der Berliner Charité, dem größten Klinikum Europas. Und hier arbeiten auch die Beschäftigten unter Hochdruck. Trotzdem gibt es immer noch zu wenig Schutzmasken, Desinfektionsmittel, selbst hier. Und die Kollegen sind schon im Normalzustand unterbesetzt und jetzt erst recht. Und arbeiten hier am Limit, Urlaubsverbot. Der Skandal ist, dass die Forderung nach 500 Euro monatlich mehr Lohn immer noch nicht erfüllt wurde, also dauerhaft vor allem, nicht nur während der Pandemie, weil die Kollegen sind im Vergleich zu den Industriebeschäftigten seit Jahrzehnten unterbezahlt. Mit dieser Erhöhung würde diese Differenz mehr schließen und mehr Anerkennung bringen für die Kollegen, die hier vor allem auch weiblich sind. Skandal ist auch, dass die CFM, die 2.500 Service-Mitarbeiter, also Reinigung, Wache, Küche, Sterilisation, also diverse nicht-medizinische Leistungen, dass sie immer noch keinen Tarifvertrag haben und 500, 600, 700 Euro weniger verdienen als Altbeschäftigte. Und wir kämpfen schon seit 10 Jahren, haben auch schon mal 89 Tage Streik und immer noch nicht, werden sie anerkannt. Und bei dieser Einmalzahlung jetzt von 1.500 Euro werden viele von denen, ich glaube, es sind ja fast alle, nicht berücksichtigt. Also, dass die davon überhaupt nichts bekommen. Das sind auch Krankentransporteure, die die Patienten durchs Krankenhaus schieben, auf den Betten. Die sind genauso ausgesetzt wie alle anderen. Arbeiten genau unter Hochdruck. Also, ist natürlich das ist leider in ganz Deutschland so, dass manche Kliniken, vor allem die privaten, manchmal Tarifvertrag haben. Wir fordern auch, dass die alle Tarifvertrag wirklich in Dienst bekommen. Ja. Und die Service-Mitarbeiter natürlich mit einbezogen, nicht nur für die medizinische Leistung. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt auch günstig, dies zu fordern, weil die Kollegen ja seit Jahren stehen im Mittelpunkt. Der Pflegenotstand ist ja bekannt, aber jetzt stehen sie noch mehr im Mittelpunkt. Also ich wäre jetzt der Punkt, wo man diese Forderung, die wir hier stellen, noch kämpferischer durchsetzen könnte. Und natürlich Frage wie. Wir dürfen nicht streiken, wir dürfen nicht investieren. Und der Skandal ist auch, dass jetzt gerade in dieser Zeit das Arbeitsgesetz einfach verschärft wurde. Also 60 Stunden Arbeitswoche, 12 Stunden täglich. Das ist ein absoluter Skandal und das wieder zurückgenommen werden.